Ja, moin liebe Bürgerinnen und Bürger aus Neustadt am Rübenberge. Willkommen zur Demo am Sonnabend hier vom Bahnhof. Die Bürger haben sich versammelt und in wenigen Minuten wird dieser Demonstrationszug beginnen. Ja, hallo? Ja, herzlich willkommen in Neustadt zu unserem dritten Demo-Aufzug gegen die hohen Energiepreise und was sonst noch alles so nicht so gut läuft in unserem Land. Und ja, ist der dritte Aufzug. Wie viel sind wir ungefähr? Ich hatte 60 oder was? Ein bisschen mehr, 70 denke ich. Ja, ist gut. Ja? Ich meine, jetzt heute läuft auch parallel eine in Schwarmstedt. Das ist ein bisschen organisatorisch doof gelaufen. Aber Schwarmstedt ist gut, dass sie das machen und es ist gut, dass wir das hier machen und wir werden das dann auch mal besser koordinieren. Und ja, wir gehen heute wieder. Letzte Woche war Wahl und wir wollen uns halt nicht damit abfinden, dass knapp 500.000 Leute, Menschen in Niedersachsen, die Grünen gewählt haben und die uns jetzt an der Nase herumführen. Und das geht nicht. Und dafür gehen wir hier auf die Straße, dass wir uns das nicht alles gefallen lassen, was mit den ganzen Preisen und den ganzen Genderwahn und weiß ich was, was hier alles läuft. Ja, das machen wir. Und wir gehen heute. Erstmal muss ich noch die Regeln vorlesen. Ich hoffe, ich habe es im Kopf. Also, es darf nicht getrommelt werden. Na? Aber ich sehe jetzt auch keine Trommeln. Aber das müssen wir auch noch ändern. Irgendwann kriegen wir auch noch Trommeln. Dann werden wir das besprechen. Und fahren dürfen auch nicht verbrannt werden. Also hier ein Scheiß muss ich fahren, bloß nicht verbrennen. Ja? Immer hochhalten. Ja? Auch nicht verbrennen da. Ne? Und was war das denn noch? Ordner. Ja. Die Ordner müssen auf. Ach, die Ordner? Müssen auf den Strich. Also die Ordner müssen auf den Strich gehen in der Mitte. Also am Strich. Damit wir nicht auf die andere Fahrbahn. Damit wir nicht auf die linke Fahrspur kommen. Also wir gehen auf der Straße, nicht auf dem Bürgersteig. Und 90 Dezibel dürfen nicht überschritten werden, ne? Genau. Ja, ich habe heute eine kleine Tröte. Aber ist halt so. Ja, ist halt alles selbst organisiert, ne? Keine staatliche Unterstützung. Ja, ich hab auch schon lange keine die Antikriegsdemos Ukraine gesehen, ne? Da müssen wir das alles mit übernehmen für den Frieden, ja? Bin ich schon noch angesprochen worden, dass wir das auch mehr hervorholen für den Frieden und das werden wir auch tun. Ja, also jetzt zur Strecke. Also wir sind hier am Bahnhof und wir gehen zur Wunstorfer Straße und dann rechts die Wunstorfer Straße runter Richtung Bockenhagen. Also Rewe, am Rewe vorbei und dann in die Van-Berkefeld-Straße. Dann links in die Van-Berkefeld-Straße, dann bis zur neuen Straße. Dann in die neue Straße. Dann Marschstraße. Dann Marschstraße, wieder zurück auf die Wunstorfer Straße. Dann bis zur Kreuzung hier und dann rechts in die Herzog-Erich-Allee. Am Amtsgericht vorbei. Und ist das beim Löwen? Nein, Leinstraße. Leinstraße, ja, Leinstraße hoch. Und dann Marktstraße. Und dann haben wir noch eine kleine Abschlusskundgebung am Heini-Nülle-Platz. Ja? Okay. Seid ihr bereit? Ja.
Ja, ich auch nicht. Ja, super, das war ein klasse Umzug. Ne? Aber wir haben zwar nicht diese Steigerung, aber das kommt noch. Ja. Ja. Nochmal großen Dank an Jenny, ja, dass sie das organisiert hat. Ja, immer wieder mutig und klasse. Oh. Top. Ja genau, was wollte ich denn jetzt sagen? Holz muss weg! Ja, genau! Holz muss weg! 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 Gut so! Jawohl! Ja. Und wie gesagt, es ist wieder ein offenes Mikro, naja, offenes kleines Megafon. Wenn jemand was sagen möchte, kann er das gerne tun. Ist kein Muss, ist ein Kann. Man kommt hier aber auch schlecht hoch, aber man kann auch so ein anderes Bänkchen nehmen. Ne? Und ja, ich wollte noch ein paar Worte so sagen. Und zwar, ja, wir sind ja hier in Neustadt. Wir sind jetzt so 70, ungefähr 70, 80, ich weiß nicht. Und ich habe letzte Woche bei Reitschuster habe ich einen Bericht gelesen, und da viele von euch bestimmt auch, dass in Ostdeutschland, allein in Ostdeutschland, 90.000 Menschen wegen diesem Thema auf der Straße waren. Also das ist nicht nur, sondern es hat jemand bei den Polizeistellen abgefragt in den Städten und hat diese Informationen bekommen. Also das ist nicht irgendwo hergeritten, das sind Polizeiangaben, das heißt, dass die Realität noch ganz anders aussieht. Und die haben auch abgefragt in Niedersachsen wegen dem Thema und da waren 1300 auf der Straße. Ich meine, gut, man sieht es, ne? Wir sind hier in Niedersachsen. Im Osten scheint es so zu sein, dass die wirklich spüren, dass da bedrohliche Sachen auf sie zukommen und das schon lange. Ja, da braucht man nichts organisieren, die stehen auf der Straße und gehen los. Weil sie haben sich auch gedacht, für diesen Scheiß sind die 89 nicht auf die Straße gegangen. Und, aber da wächst was heran, ne? Und auch bei der letzten Wahl, man konnte das schon so ein bisschen spüren. Und wie gesagt, es waren ja, wenn man das mal auf die Wahlbeteiligten oder die Wahlberechtigten umteilt, dann waren knapp 500.000, die Grünen gewählt haben. Ja? Und, aber so ist unsere Demokratie halt. Ne? Und es waren 1 Million noch was SPD, aber so werden wir bei 60% Wahlbeteiligung. Ne? 40% sind nicht wählen gegangen. Und das ist auch gewollt. Ja? Und an diesen Energiepreisen, die jetzt kommen, oder ich meine, die machen ja immer Doppelwumms, wollen sie jetzt machen. Ich meine, letztes Mal war, glaube ich, noch Gasumlage. Das ist schon wieder weg. Jetzt gibt es den Doppelwumms, was das auch immer heißen mag. Aber es ist alles, um die Leute ruhig zu halten. Ja? Das ist alles. Ne? Und bezahlen werden wir das alles teuer. Und ich habe letztens mal so ein Interview mit Ernst Wolf mir angehört und seine Thesen, was das betrifft. Ne? Also die Inflation ist ja jetzt wahrscheinlich schon mehr als 10%. Und es wird da auch zu einem Clash kommen irgendwann. Ja? Und zwar, das wird nicht mehr so weit weg sein. Ja? Das war auch nach dem Zweiten Weltkrieg und in den 30er Jahren. Was? Und sie werden uns das präsentieren wie eine Erlösung. Ja? Das hier, wir haben die Pandemie und der Krieg der Russen, das hat alles kaputt gemacht, ja? Und weiß ich was, ne? Und was so im Hintergrund, man merkt das auch schon, ne? Es gibt immer weniger Geldautomaten. Ja, das wird man auch spüren. Ja? Wir werden langsam in etwas hineingetrieben, das nicht gut ist. Ja? Also wenn dieser digitale Euro kommt und das verbunden mit Zertifikaten, digitalen Zertifikaten, dann sieht es wirklich schlecht aus, weil es geht direkt auf die Menschenrechte. Weil es werden, und man hat es uns auch gezeigt in dieser Pandemie, dass Leute ausgegrenzt werden können durch
solche digitalen Zertifikate und auch so. Und die Bevölkerung macht das auch mit. Ja? Es gab Wirte, die haben Leute nicht reingelassen, Friseure, die haben die Haare nicht geschnitten und weiß ich was. Ne? Und der feuchte Traum von denen war, dass du auch kein Geld abheben kannst. Ohne das. Und wenn der digitale Euro kommt, die neue Währung, kann sein, dass es gehorsam ist. Wer gehorsam ist, wird belohnt. Und wer es nicht ist, wer kommt an die Seite? Ja? So in China. Ne? In China ist es schon so. In China konnten die das ziemlich einfach durchsetzen. Das ist ein zentralistischer Staat. Und dort, ja, die Leute sind halt anders drauf und waren es immer gewohnt, von oben dirigiert zu werden. Aber hier in Deutschland, Europa, wir waren es eigentlich immer gewohnt, freie Meinungsäußerung und das Ganze, ja, dass wir das, dass wir praktisch auch das ausleben konnten, was wir wollten. Und hier wird es weitaus schwieriger, sowas einzuführen, aber sie wollen es machen, ja. Und das wird nur darum so gehen, dass sie unser ganzes Geld ausgeben, was ja auch passiert. Ja? Wenn man mittlerweile bedenkt, dass man mit einem Testcenter mehr verdienen kann als mit seiner ehrlichen Hände Arbeit, dann ist das schon ein Wahnsinn. Wie viele Millionen und Milliarden da weggepumpt werden in die, auch ins, in andere Länder und in die Rüstungsindustrie und Krieg und hier und da. Und ja, ich weiß es auch nicht. Ne? Das ist. Das, was wir machen können, ist Widerstand leisten. Das ist alles. Ja? Und die Leute diskutieren mit den Nachbarn und letztendlich, ja, das wird. Ja? Wir müssen nur stark sein, aufrecht stehen. Ja? Und ja, ich wollte jetzt noch so, heute Morgen habe ich was von Reichelt gehört, Achim Reichelt oder wie heißt er nochmal? Von dem, der, ja? Julian Reichelt, genau, Achim Reichelt war ein anderer. Ja, von Julian Reichelt und zwar, ja, das war ein guter Bericht, wirklich, und zwar war ein Bild drauf mit Faeser, unserer Innenministerin. Und hat sich nochmal bestätigt, im Kampf gegen rechts, ja, da steht dann Kampf gegen rechts. Früher stand da vielleicht Kampf gegen Nazis oder Kampf gegen Rechtsradikale, jetzt steht da Kampf gegen rechts. Das muss man sich mal vorstellen. Und das geht so weit, dass Grünen-Abgeordnete in einem Landkreis in Niedersachsen CDU-Abgeordnete als Rechtspopulisten beschimpft haben. Ja, das muss, ja, aber die CDU macht das auch alles mit. Ja, na, die stehen am linken Ufer, gucken sehnsüchtig aufs konservative Ufer zurück und von Merkel abgesetzt dort, die kommen nicht mehr zurück. Ja, das kriegen die nicht hin. Es gab mal in den 30er Jahren eine Zentrumspartei, die hat sich auch mit einer Partei zusammengetan. Die sind auch verschwunden. Ja, ich weiß es auch nicht. Ne? Auch wurden hier, in, was dieses Rechts betrifft, wenn jemand die Neustädter Zeitung gelesen hat, da stand drin, haben die Schülerwahlen, irgendwie Testwahlen durchgeführt und viele Wähler, viele Schüler haben rechts gewählt, stand da drin. Und das eine Schnappatmung bei den Medien und das geht natürlich gar nicht, in der Hatz war das noch anders beschrieben. Ne? Und da zeigt sich doch, dass das auch in den Schulen, ne, dass dort indoktriniert wird, ja, in den Schulen, das ist, also ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, meine Kinder in die Schule zu schicken. Ja, schickt eure Kinder in die Ausbildung, ja, mit 15, ja, nach der 9. Klasse, da lernen die was Vernünftiges auf den Beinen zu stehen, ist mir allerdings auch nicht gelungen, mit meinen Kindern, aber es ist wirklich das Beste, weil das sind Sachen, die man braucht in der Schule. Da, wenn ich mir das so angucke, das ist so durchsetzt mit Grünen und. Aber da müssen die Eltern noch sagen. Ha? Muss man halt gegenwirken, als Eltern. Ja, muss man gegenwirken, ja. Ja, aber guck mal hier, wie wir hier sind. Na? Ich glaube, im Osten ist das einfacher. Ja. Na? Ja, gut. Mir fällt jetzt gerade nichts ein. Ja. Aber wie gesagt, ne, lasst uns weitergehen, das sind viele, die stehen nicht nur hier, es sind viele, aber die trauen sich halt, ja,
die auch so denken wie wir. Lasst uns aufrecht sein, aufrecht gehen und wir sind auf der richtigen Seite, ja? Und genau, dafür bedanke ich mich. Frieden, Freiheit, keine Diktatur! Frieden, Freiheit, keine Diktatur! Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung! Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung! Jawohl! Okay. Ja? Kommt sie hoch? Ich wollte noch was sagen zwischendurch. Und zwar, hier hat mal ein netter Landwirt eine Rede gehalten beim ersten Mal. Der hat Eier und Wurst und alles, der steht hinten auf dem Marktplatz. Ja, könnt ihr mal dran vorbeigehen und euch eindecken. Ja? Jenny, warte kurz mal. Alles Jenny, wann ist die nächste? Am 29.10. ist unsere nächste Demo. Ja, wieder 11 Uhr Bahnhof. Okay, dann überreiche ich das Wort an Nicole. Nicole. Ich habe das noch nie in der Hand gehabt. Ja, brauchst du noch ein Sprechen. Nur ein Sprechen. Ja, das ist halt. Hallo? Ja, hallo, mein Name ist Nicole und ich bin heute extra aus Garbsen hergekommen, um an dieser Demo teilzunehmen und um einfach mal zu gucken, wie läuft es hier bei euch? Wie läuft es hier bei euch? Ja, klar. Und ich muss, erstmal muss ich sagen, ich bin wirklich überwältigt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich hatte vor 2 Wochen eine Demo in Garbsen und ich hatte nur 42 Leute und hier sind, glaube ich, jetzt um die 60, also das ist echt eine tolle Sache. Auf meiner Demo habe ich eine Rede gehalten und ich werde wahrscheinlich jetzt nicht alles lesen, das wäre vielleicht ein bisschen viel oder von der Zeit her praktisch nicht, aber ich würde jetzt erstmal gerne anfangen und dann gucken wir mal, wie es läuft. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, Verfassung und Recht wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Das ist der Eid, den jeder, der da oben sitzt, ablegen muss. Wenn ein Kapitän nicht in der Lage ist, sein Schiff zu führen, wenn er immer wieder Fehler macht, die seine Mannschaft in Gefahr bringt, werden diese Männer über kurz oder lang meutern. Und genau das ist es, was wir immer wieder tun und auch wieder heute. Wir meutern gegen eine Regierung, die momentan nicht in der Lage ist, unser Land zu führen. Kleinbetriebe haben Angst um ihre Existenzen, weil sie die Kosten nicht mehr tragen können. Die Menschen gehen mit Angst schlafen, wachen mit Angst wieder auf, weil sie die Frage quält, kann ich meine Rechnung noch zahlen? Die Menschen haben Angst, die Heizung aufzudrehen, weil sie Angst vor der nächsten Abrechnung haben. Sieht so jetzt unsere Zukunft aus? Unsere Rentner, die Deutschland nach dem Krieg wieder aufgebaut haben, unseren Rentnern, denen wir Respekt zollen müssten. Genau diese durchwühlen unseren Müll und suchen nach Pfandflaschen. Genau diese fragen sich im Supermarkt, ob sie sich noch ein Brot leisten können.
Menschen ablehnen, weil sie keine Lebensmittel mehr haben. Die Armut ist größer denn je. Sie jetzt ruft unsere Zukunft aus. Wir sollen diese Last tragen. Wir sollen Opfer bringen. Wir sollen uns mit einem Waschlappen waschen. Dann haben wir Herrn Schäuble, unseren ehemaligen Bundesfinanzminister, ich weiß gar nicht, Kopf, der sagt, ich zitiere, wenn es in den Wohnungen kalt wird, sollen sich die Bürger ein Pullover überziehen. Ist es immer noch zu kalt? Noch einen zweiten. Das ist kein Grund zu jammern. Und man kann ja nicht von der Regierung erwarten, dass sie alle Probleme der Bürger löst. Das sagt jemand, der jeden Monat 15.000 Euro bekommt und noch nicht mal mehr im Amt ist. Ich finde das eine unglaubliche Schweinerei. Amigo! Wir sagen jetzt, es reicht. Stellt euch vor eine Kamera und sagt endlich mal die Wahrheit. Gebt zu, dass ihr Fehler gemacht habt. Gebt zu, dass ihr selber nicht mehr weiter wisst. Haltet endlich eure Versprechen, die ihr vor jeder Wahl laut herausbrüllt. Geht auf die Straße und sprecht mit den Menschen. Hört zu, was diese zu sagen haben. Sprecht mit dem Herrn im Anzug. Sprecht mit einem Rentner, der 50 Jahre gearbeitet hat und jetzt am Ende des Monats kein Geld mehr hat. Aber sprecht auch mit dem Mann, der ein Schild umhat, ich habe Hunger. Denn diese Menschen sind es, die die Kreuze machen. Diese Menschen sind eure Wähler. Gebt uns das Gefühl, dass wir euch wichtig sind. Denn wir, die wir hier leben, haben ein Recht darauf. Bravo! Liebt Amerika. Ich bin ja der Meinung, wenn sie Amerika so liebt, soll sie gehen. Ich sag mal, reisen, das soll man auch nicht aufhalten. Dann kann sie zusammen mit dem Amerikaner weiter Krieg spielen, aber sie soll uns verdammt nochmal da raushalten. Dieses Land, was wir so lieben, zerstört. Dankeschön. Bravo! Bravo. In Konflikt, genau. Also meine Demo läuft, beziehungsweise fängt an um 14 Uhr. Treffpunkt ist das Planetencenter in Garbsen, Endpunkt. Wir laufen zum Rathaus und ich würde mich wirklich, also ich würde mich freuen, wenn ihr nach dieser Demo, wenn ihr noch die Kraft habt, die Lust habt, den Willen habt, kommt nach Garbsen. Ich brauche Leute wie euch, die wirklich dafür einstehen, was momentan hier passiert. Ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen. Danke. So, ein Gruß von allen. Ich möchte das Thema nochmal ansprechen, was gerade schon gesagt wurde, die deutsche Bildung. Ich stehe hier als junger, 18-jähriger Junge, Berufsschüler zur Pflegeassistenz, der auf eigenem Willen heute hier ist. Weil ich selber gesehen habe, durch
ich trotzdem Erfahrung, was hier in Deutschland los ist. Ich erfahre selber momentan bei mir in der Schule, dass wir im Politikunterricht, wie da die Fäden gezogen werden von oben, von der Schulleitung, was das Lehrmaterial angeht, wo es immer heißt, die guten Linken, die SPD, die Grünen, die machen alles richtig für Deutschland und die AfD und sowas, das sind die bösen Rechten. Das wird jedes Mal so gesagt. Und das ist das Problem, was ich hier auch leider schade finde, dass hier nicht mehr Jugendliche in meinem Alter stehen. Ja, denn diese Jugendlichen in meinem Alter sind die Zukunft des kommenden Deutschlands. Und diese Zukunft wird durch diese Machthaberei von unserer Politik, durch diese Indoktrinierung, wird die umgedreht auf den Willen, der vom Bundestag kommt. Und diesen Willen sieht man jetzt am besten. Es hat angefangen mit Corona, mit den Vorschriften, es hat angefangen jetzt mit dem Krieg, mit den Sanktionen, dass das alles Deutschland gerade den Erdboden gleich macht. Und genau dagegen sollte sich besonders die Jugend erheben. Denn viele von meinen Freunden sind leider genauso. Da habe ich gefragt, was haltet ihr davon? Findet ihr das nicht auch schlecht, was hier abgeht? Haben sie gesagt, ja. Da habe ich gesagt, warum macht ihr dagegen nichts? Ja, wir möchten nichts. Richtig, weil wir Angst haben. Und auch, wenn von den Eltern dann kommt, die Antwort, die geht da nicht hin. Ne, das ist nicht gut. Das soll man nicht machen. Und genau das ist der Fehler. Und deswegen ist es wichtig, dass sich auch in der Bildung einiges ändert, dass mehr in der Mitte unterrichtet wird und nicht den Schülern vorgeschrieben wird, wie sie zu denken haben politisch. Genau das passiert nämlich momentan. Bravo. Deswegen bin ich da gewesen, ich bin heute da gewesen, am 29. bin ich genauso wieder da. Und den deutschen Jugendlichen eine Stimme zu geben, ein Bild zu sein und zu sagen, Jugendliche, ihr seid die Zukunft unseres Landes, steht auf, macht was dagegen, tut was. Dankeschön. Jugend voran! Einfach rein. Dich dran. Ja, gerne. Kann ich mich noch verteilen? Hallo, ich möchte nicht zur Politik und Allgemeinpolitik sagen, wir haben alle schon lange genug hier gestanden. Es geht mir einfach um was ganz Existenzielles. Es wurde vorhin zwar gesagt, wir sind stolz, dass sich hier 68 Menschen zusammengefunden haben. Ich finde das für eine Kreisstadt wie Neustadt äußerst wenig. Ich gehe in Aldi, ich gehe nach Lidl, überall höre ich das Gejammer, wenn die Butter wieder ein paar Cent teurer geworden ist, der Joghurt ist teurer geworden. So, und ja, was gerne. Ist, wo sind sie denn alle, denen es so schlecht geht? Die hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Und dann fällt mir noch auf, wenn ich mich so umgucke, alle graue Haare auf dem Kopf. So, wo sind denn eure Kinder? Wo sind denn die Enkel? Die sitzen zu Hause, vielleicht ist 11 Uhr auch zu früh, vielleicht sollte man die Demo am nächsten Mal um 18 Uhr machen. 21 Uhr. Die sitzen alle zu Hause, denen geht es gut, ne? Die haben das neueste Handy, der Ofen ist an, die fahren nach Mallorca, nach Antalya, alles von den Eltern, den Großeltern bezahlt, denen geht es gut, die haben gar kein Interesse. Gerade die wissen anscheinend gar nicht, wie die Zukunft aussehen kann, dass nämlich irgendwann mal der Ofen aus ist und dann hat sich aus mit dem Luxus. Die vermisse ich hier aber ganz stark. Wo sind sie denn? Ja, wo sind sie? Ich brauch nur gucken, am Wochenende, wenn ich am Montag die Zeitung lese, dann lese ich dann, dass in Hannover sich die Fridays for Future und wie sie alle heißen, sich da zurechtfinden. 2000 Leute tun sich zusammen. Dann nehmen sie eine Tube Patix, kleben sich mit dem Arsch auf den Asphalt fest und das war's dann. Ja, hier können sie sich auch festkleben. Können sie ja mal hierher kommen und demonstrieren. Ich sehe überhaupt gar keinen. Vor 3 Wochen war ich hier, da waren keine Jugendlichen da. Heute sind keine da. Also doch, schon. Ja, na gut. Hier, der eine. Ja. Er hat doch gerade gesprochen hier. Ja. Ja. Aber ihr wisst schon genau, was ich meine. Vor 1960, da sind 5 Jugendliche vorher dabei gewesen. Das vermisse ich stark. Ich denke, das sehen ihre Zukunft. Ja. Die leben im Luxus, muss ich mal ganz einfach so sagen. Und uns, die waren... Ja,
Und uns, wer hat denn von denen schon mal eine Lohnabrechnung in der Hand gehabt? Wer hat denn schon mal gesehen, so eine Rechnung für ein Stadtwerk? Gar keiner. Das haben die Eltern, die Großeltern haben das in der Hand. Die Jugendlichen interessiert das anscheinend überhaupt nicht. Und das vermisse ich. Es müssen viel mehr von denen hierher kommen. Das ist doch denen ihre Zukunft. Und darum will ich auch gar nicht auf das Politische groß einsteigen. Ich wollte einfach nur mal allgemein so sagen, dass mir das missfällt, dass in so einer relativ großen Kreisstadt mit 40.000 Einwohnern fleckenmäßig so wenig sind. 68 ist für mich nicht viel. Das ist ein kleines verschränktes Häuflein, ist das. Ne? Da müssen viel mehr kommen. Anscheinend muss noch, sage ich mal, muss das noch alles viel teurer werden. Mir ist auch aufgefallen letzte Woche, als wir da über die Straße marschiert sind, da sind ja viele Autos entgegengekommen. Da waren ein paar, die haben so kleine Flyer an einen gehabt. Ne? Wir wollten das den Leuten im Auto geben. Die, manche haben geguckt, als ob, ich gesagt, als ob keiner gesagt hat, zieh mal die Hose runter oder was. Ne? Was soll denn sowas? Die sind alle betroffen. Wenn ich aber sehe, dass da einer in so einem dicken SUV vorbeifährt, ein Auto für 70.000 Euro, der hat doch gar kein Interesse an der Demo mit. Kommt die Jugend her. Das ist eigentlich das, was ich mal so sagen wollte. Am 29. kommen wir auch. Und ich hoffe, dass es immer mehr wird. Aber ich habe so eine Befürchtung, es werden sich wieder nur ein paar alte Rentner wie ich und ein paar andere noch, die hier kaum noch Haare auf dem Kopf haben, die finden sich hier dann wieder, ärgern sich drüber. Aber könnt ihr vielleicht mal zu Hause Bescheid sagen, dass eventuell mal die Kinder auch mit ihren Arsch hochkriegen und auch mal mitgehen. Es betrifft sie ganz genauso. Es bringt nichts, wenn sie nach Hannover fahren und dann medienwirksam vom Hauptbahnhof und vor der Oper da rumlamentieren. Anschließend gehen sie nach McDonalds, Mutter fährt sie in dicken Auto wieder nach Hause und das war's dann. Ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt mit der Demonstration. So wie hier heute, so muss das ablaufen. Ne? Und das ist eigentlich alles, was ich groß sagen wollte. Denn wenn ich mich politisch hier noch äußern wollte, dann würde ich um 6 Uhr ganz alleine stehen und ihr seid mittlerweile alle weggelaufen. Also, ich wollte nur mal generell was sagen. Also noch ganz kurz ein Feedback. Wer war letzte Woche Samstag in Hannover? Ja, yeah, aber hoppla! Jawohl! Was ich da mitgenommen habe, das möchte ich ganz gerne nur mal kurz sagen, was mir da aufgefallen ist, das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die Thematen, die wir haben. Die Themen, die wir haben, sind übergreifend. Und was ich mitgenommen habe, da gab es, war sowohl eine von Linken gesprochen, als auch von der AfD. Wir dürfen uns nicht teilen lassen. Diese Botschaft, das im Prinzip, was in Zeiten der Politik produziert, hat nichts mit links und rechts zu tun. Was ich vorhin gehört habe, ich kann dieses Interview mit diesem Julian Reichel nur empfehlen. Das findet man auf Anwälte bei Aufklärung, Telegram zum Beispiel, kann man sich wirklich mal anhören, der bringt das ganz gut auf den Punkt. Und wenn er sagt, klar, die sagen schon, die Rechten, wir dürfen nicht rechts werden. Früher war es rechtsradikal, jetzt ist es nur noch rechts. Aber was ist denn rechts? Wo ist die Mitte, ist die Frage. Wenn die Mitte links ist, ist die rechts die Mitte. Und das ist der Punkt, das müssen wir einfach sagen. Wir dürfen uns da einfach nicht teilen lassen. Und das war eigentlich der Punkt. Und es wurden drei Botschaften, ich kriege aber nur zwei zusammen, vielleicht kriegst du die dritte noch hin, die in Hannover gesagt worden sind, was ganz wichtig ist, was alle vereint. Das allererste ist die Politikerhaftung. Ja. Wir dürfen die Politiker nicht mehr aus der Haftung lassen. Wir können entscheiden und wer hat überhaupt einen Haftbar gemacht. Zum zweiten ziehe ich gerade nicht zusammen, vielleicht weiß einer von euch, der da war. Der dritte war das Vetorecht des Volkes. Bei wichtigen Entscheidungen, die von der Politik getroffen werden, die aber Auswirkungen auf alle Menschen haben, muss es ein Vetorecht geben. Ja, das wird im Prinzip gerade Umfrage machen. In der Schweiz Bargelderhalt. Ja, okay. Die zweite Forderung war ganz klar Bargelderhalt, darüber haben wir heute auch schon gesprochen. Wenn wir den digitalen Euro haben, dann bist du hundertprozentig transparent. Und die versuchen ja immer über Schwarzgeld oder solche komischen Argumentationen, aber wenn das Geld nur hoch genug veruntreut wird, interessiert es ja keinen. Ne? Das sind alles immer Scheingefechte. Wir müssen darauf achten, dass wir Bargeld erhalten. Und ich kann euch auch nur empfehlen, ich zahle alles nur bar. Richtig, bravo! Auto! Jawohl! Nur Bares ist Wahres! So ist es! Jo, genau! Ja, tolle Redner hier! Ja! Ja, klasse, war richtig gut, ne? Und gutes Wetter! Gutes Wetter! Ja, fahre eine Wildschirm! Okay, gut! Ich wollte noch mal kurz was sagen zum digitalen Euro, ne? In China, das ist zum Beispiel auch so, zum Beispiel ihr beide, ihr steht näher als 1,50 zusammen. Nach dem Infektionsschutzgesetz habt ihr jetzt, und das wird gefilmt, Gesichtserkennung und dein Konto wird abgedreht. Das gibt es dort schon. Und
Aber trotz allem, ne? Also, wir sind gut drauf, wir gehen weiter auf die Straße, aufrecht. Und somit ist die Versammlung beendet für heute. Vielen Dank! Achso, stopp, der Norbert wollte noch kurz was sagen. Moin Leuchter hat mich, glaube ich, kennen alle. Mein Name ist Norbert Schnell. Ich bin der Mann vom Nordvideo, der Foto- und Videomann. Ich möchte euch alle sehen, Montag um 18 Uhr, jeden Montag, handeln. Das würde mich freuen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sind das Volk! 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 Wir sind das Volk!